Im letzten Video habe ich schon darüber gesprochen, was Spotify so alles macht, damit wir unseren Mix der Woche wirklich feiern. Heute geht es mal darum, was Musikerinnen und Musiker alles machen, damit Spotify deren Musik wirklich feiert. Ihr erfahrt heute also, welche Hacks und Tricks Musikerinnen und Musiker alle anwenden, um erfolgreich auf Spotify zu sein. Los geht's! Kennt ihr auch diese Songs, auf denen Kapi gefühlt nur einmal Lelele sagt, aber trotzdem als Künstler mit aufgeführt wird? Davon gibt es aktuell gefühlt ziemlich viele. Der Hintergrund könnte sein, dass Capital Bra auf Spotify einfach mega erfolgreich ist. Ist er im Titel aufgeführt, gibt Spotify dem Song automatisch schon mal mehr Reichweite, weil was Kapi macht, das kommt in der Regel gut an. Doch nicht nur das wird gemacht, um auf Spotify erfolgreich zu sein. Es gibt auch die Theorie, dass Songs, besonders im Hip-Hop-Bereich, an die Hörgewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer und an Spotify angepasst werden. So werden die Songs beispielsweise immer kürzer und der Refrain kommt manchmal schon ganz am Anfang des Songs statt wie normal in der Mitte. Das macht Sinn, wenn man auf Spotify erfolgreich sein will, denn wenn ich jeden Morgen im Schulbus eine halbe Stunde Musik höre, dann kann ich einfach mehr Musik hören, wenn ein Song nur 2:30 geht statt 4 Minuten. Es gibt bei Spotify aber pro gehörtem Song Geld. Das heißt, je kürzer der Song, desto mehr Geld lässt sich verdienen. Allerdings gibt es nur Geld, wenn mindestens 30 Sekunden von einem Song angehört werden. Langweilen mich die ersten 30 Sekunden bei einem Song, dann klicke ich weg. Kein Geld für Musikerinnen oder Musiker. Kommt allerdings der Refrain in den ersten 30 Sekunden, ich kann direkt mitsummen, dann bleibe ich dran und es gibt Cash für Musikerinnen oder Musiker. Wie schon im letzten Video erwähnt, spielen große Playlists, zum Beispiel von Spotify oder von Musikmagazinen, auf der Plattform eine große Rolle, wenn es um Erfolg geht. Früher haben sogar Plattenfirmen die Anbieter von diesen Playlists dafür bezahlt, dass sie Songs von ihren Künstlerinnen und Künstlern aufgenommen haben. Das hat Spotify mittlerweile aber verboten. Mittlerweile gibt es aber das sogenannte Pay-to-Consider-Modell. Die Plattenfirmen zahlen also dafür, dass ein Song in Betracht dafür gezogen wird, auf eine bestimmte Playlist zu kommen. Sorry, aber für mich hat das Ganze schon ein bisschen ein Geschmäckle. Mehr Infos und Hintergründe zu diesen shady Praktiken, um auf Spotify Erfolg zu haben, gibt es in einem wirklich guten Video vom wirklich guten Kanal Ultralativ. Der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso wie zwei Videos vom Kanal So Many Tabs, in denen es nochmal genauer darum geht, welche Daten Spotify von uns als Nutzerinnen und Nutzer so erhebt. Na, hast du im Video was Neues gelernt oder war dir das schon alles klar? Lass auf jeden Fall gerne ein Abo da oder schreib einen Kommentar.